Dit is dat program die grond op levende hoop ding. Jyn redner is Rudy Niefeld. Ek begrijs jyn in de nomen van Jesus Christus. Mi vreet dat ek waar ek kon jyn komen van deel met deze timer. En van deel wel wie wieder gaan met deze timer beobachten. En wie zijn wie zijn hemma unja dat Jesatz. Dat Jesatz het tijd wat we dat nane doen. En wie willen van deel ook zijn. Wat van deel komen wie bij de omvang van dat boek, dat Nieuwe Testament. Zo van deel komen wie in de geschichten van dem Nieuwe Testament. Maar nu hebben we de geschichten van het Oude Testament in de rode linie betracht. Hoe Jezus van je boeren wordt. En van jou zei wie dat passiert. Zo, so, we vangen aan met Bethlehem, hoe Jezus je boeren wordt. En we vangen hier in Matthäus kapitel 2. Du sagt het is dit. Als Jezus en König Herodes zijn tijd in Bethlehem in Judea je boeren wordt, zeit dan tjemen stierenvars uit het oosten, naar Jeruzalem en vragen. Wo is de nieuwe boeren König van de Juden? Wie haben im Osten seinen Stieren gesehen und sind gekommen am Unterbeeren. So wie seine, nicht passiert hat. Dort verspricht ihr Wort Gott in 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15, mir. Dort wird passiert hier nicht, dort sehen sie, Jesus Christus geboren war. So Jesus wird geboren. Wie seine auch dort, wie ein König, Herodes der Grote, der wird zu der Zeit König. Und der starb von ungefähr 5 Jahren, nur Jesus seine Tag. Das wird der König, der versucht, Jesus dort zu merken, wenn er sich anwartet, dass er Stirnforscher sieht, dass er soll seinen König geboren, dann wird er sehr abgerecht und er wird alle Tänger von 2 Jahren rauf, alle Leute dort merken. Zudem wird er versuchen, Jesus auch haben Leute dort merken, das Kind, was er soll geboren sein, was wird ein König sein. So dort wisst uns noch ein Ding. Dort die Stirnforscher käme ich mal von ungefähr 2 Jahren Leute von da an, als Jesus geboren wurde. So wie fängt das interessant, was passiert da. Aber dann sehen wir die Geburt Jesu passiert. Matthäus Kapitel 1 und 2. Dann fängt Jesus wird gedeibt. Dort ist noch ein Ding, was wir fängt. Und das ist sehr interessant, was die Bibel uns wiese hat. Dort in Matthäus Kapitel 3, Vers 17, was wir hier haben, fängt wir klar, dass Jesus wird gedeibt und dann sagt er, dit ist mein Leibster Sehen. So eine Sternchen von Himmel rauf und dort wird die Vorrat Gott selbst. Die sehen, dit ist dein, dit ist mein Sehen und den ich in gefallen habe. So dann sehen wir dort, was dort passiert, Jesus sein Dienst abgeirrt. So dann fängt Jesus sein Dienst an, nur Matthäus Kapitel 4, der Kapitel 25, wo Jesus sein Dienst dein. Ab dieser Erde, wo er für gekommen wäre. So Jesus wäre von ungefähr 30 Jahre alt, als er sein Dienst anfängt auszuführen, wo er für gekommen wäre. Und dort ist so wunderbar, dort dieser Jesus, der kam und died, korrekt dort, was von ihm geprophezeit wird. Jesus selbst erwähnt hat, dass er erst gekommen den vor seinen Wellen zu tun, nur Johannes Kapitel 6. So dann gehen wir wieder lang und dort kommt, dass Jesus kommt nach Jerusalem. Wir sehen dort, Jesus seine Zeit kommt ein und er kommt nach Jerusalem. Und dort werden wir mal Matthäus Kapitel 21 lesen, du ein paar Verse beobachten, wo uns wiese der, dass Jesus nach Jerusalem kommt. Der erste Vers in Matthäus Kapitel 21 sagt, und als sei nur dann nach Jerusalem kommen, bat Fage um Eilwindboy, schickt Jesus zwei von seinen Jüngern. Und das wir in Jerusalem nennen. Und er sagt, hier wurde durch ein Esel angebunden fange mit einem Jahrling. Und wenn der wird fragt, dann sei ich ihn, fährst du auf, und ich sage, ich soll ihn dort holen. Und der wird ihn dort loten. So wie fange dann, wenn wir die erste Verse lesen, die Jünger gingen und deuten, so als Jesus anbefohlen hat, und brachten der Eselin auch dort Jahrling und spreiden ihre Kleider dort ab, und Jesus sah sich dort ab. Und viele Menschen deuten ihre Kleider über die Wehe ausbreiten. Andere schneiden Äste von den Bäumen auf und spreiden die über dem Weg. Die großen Massen Menschen, die verabgingen und auch die, die hingerankommen, schreien. Hosiana, dit ist David sein Sehen. Gesehnt in Gott seinen Namen als die hier kommt. Lauf Gott im höchsten Himmel. So hier sei wie passiert, wo Jesus in Jerusalem nennt.
Und die Menschen, die lobten und preisten, dort did as they sehen Gottes. Dann fingen wir auch, dort sagt uns, dort seine Teaching zu engen. Meistens nur dort wird Jesus festgenommen. So dann kommen wir bei Jesus Wort verrot, festgenommen in gerecht. Und dort fingen wir in Matthäus Kapitel 26 und 27. So wir fingen dort die Teaching zu engen. So was sagen wir hier? Die rote Linie, Jesus wird geboren. Und nun kam Jesus in Chambad hier, wo er verrot wird, in dieser rote Linie, der ging ganz warum schreit. Das Jesus, wie er gekommen, das Jesus, wo die Schrift von Rede deut, und was wir ganz durch im Alten Testament beobachtet haben, was wird ein Tag kommen, der wir hier. Und die Bibel sagt uns klar, nur Matthäus, Kapitel 26 und 27, Jesus wird verrot, festgenommen, und hier schreit sich. Dann sagen wir, dort die Kreuzigung passiert, wo Jesus am Kreuz ging, und dort wir, dort du und ich können Frieden finden, dort du und ich können gerettet werden, dort die Versöhnung, die Trennung, die zwischen Gott und Menschen hier passiert wird, der Mensch sind angehorsam, dort die Trennung ging in zweiter Merke, und dort der Mensch kann trainen Gott kommen, der seinen Sehen, Jesus Christus. So ich will besonders diesen Vers beobachten, sage ich nur als alles vor. Nur Johannes Kapitel 19, Vers 30, wir fangen den Tag, wo Johannes von redet, dort Jesus, oder was Jesus am Kreuz sei deut. So hier fangen wir, sagt er an zu steht, in diesem Vers. Und als Jesus den Wien Erik getrennt hat, seht er, nie als alles vorgebracht. Dann bürg er seinen Kopf auf und jäuf seinen Jäst ab. Was wir hier fangen, ist sehr wunderbar. Jesus wie nie am Kreuz, er hat alles vorgemerkt, was Gott vor ihm gesagt hat, was passieren soll. So hey, wir nun am Kreuz, Jesus, wir nun sind da geworden, in denen in meine steht. Und dort merkt dort mehrlich, dass Jesus sterben kann. Wenn es die Bibel sagt, dass der Sinn bringt ihm dort. Jesus hat never gesündigt in sein Leben. Hey, wir eine sinnlose Person. So wenn hey eine sinnlose Person, wir können hey nicht fiese sterben. Aber Gott deut meine Sinn und deine Sinn ab Jesus nach und sagt, du bist schuldig am Kreuz. Du bist da, wo all das getan haben, was die Menschen getan haben von errichtet. So als Jesus ist wie ein Sünder geworden, dort merkt das mir ehrlich, dass Jesus sterben kann. Aber dann sei wie, dort die Schrift sagt hier, dort das letzte Wort von diesem Vers sagt, dann büch er den Kopf auf und jäuf seinen Jäst ab. So vor uns am Kreuz gehen und unsere Sündenschuld auf sich nehmen, dort merkt das mir ehrlich, dass Jesus sterben kann. Aber die Bibel sagt, er hat die Macht, Leben zu geben und Leben zu nehmen. So, wo wir hier sehen, als Gott seine Vollmacht, schon war er redet. Dort, wo er im Sünder werden an sich steht, mögt dort mehr ehrlich, dort, wo er sterben kann. Und als dort ist, wie er wurde, dann jäuft er seinen Jäst ab. So, in anderen Worten, wie er sagt, er beweist seine Macht, nie ist alles vor dir, nie erst dort vor dir, wo ich für dich komme, sie, nie jäuft mein Leben ab. Und er jäuft dort drei, nur vor der seine Hänge, sozusagen. So, wie seine, dort Gott ist der Allmächtige Gott. Jesus sagt, er kann Macht Leben zu geben, Macht Leben zu nehmen. Und er weist darauf ein, nicht dort unser Sinn, an das Leben nehmen. Ja, unser Sinn mögt das mehr, dass er sterben kann. Aber er selbst gibt sein Leben ab. Und so ist die Schrift sagt. So wie seine dort, nicht wieder alle vor euch. Aber dort Gott denkt es, dort nicht wieder zu einnehmen. Wie fange dort Jesus stund ab? Wie fange dort diesen Abstand? Ja, in der Acht. 3 Dinge nur dort, dann stand Jesus ab. Wir wollen hier mal noch Apostelgeschichte Kapitel 1 gehen. In Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 3. Hier sind Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 3. Du fängst, wie sagt er, an zu steht geschrieben. Aus seinen Jünger, aus seinen Lieden überwirren, stahl er sich diese Mann für, dass er ohne Zweifel war erlebt. Und das ist sehr wichtig. Er ohne Zweifel war erlebt. Er legt sich 40 Tage von an seinen in Red zu an von Dingen, die aus dem Gottesreich gehören. So Jesus, nur die Auferstehung, leitet sich nach 40 Tage sein, zu fehlen von seinen Jüngern. Paulus sagt auf einer Stelle, nach über 400 Menschen haben am Gesein, nur die Auferstehung. So dort sehen wir, in ohne Zweifel, dass Jesus lebt. Dann sagt er, dann ging jeder auf den Strieb hier, bei dem Buch, wo die Bibel uns von redet. Und dort war Apostelgeschichte, Kapitel 1, lese bloß nur unter die Sieg gehen. Und dort sagt dort, Tienen auf, und als sie am Hieron checkten, während er im Himmel fuhr, stünden wir an mit einmal
Zwei Männer in Wetterkleider deute an sie, denn die Männer von Galiläa, warum stehe ich hier in Checken um Himmel? Des Jesus, der von Jüd in Himmel in genommen ward, wird gerade so treu kommen, als die am Haben seinen um Himmel fahren. So, wo wir hier fingen aus, dort die Schrift sagt uns, die Jünger stünden hier am Borg, die checkten, dass Jesus abgehoben wird in der Wald verschwingen wird, aber einmal wieder die zwei Engel. Und die sehen, des Jesus, der wird treu kommen. Und das wird passieren. Wird. So, aber von der haben wir gesehen, diese rote Strebe, wo wir ganz durch im Alten Testament beobachtet haben, dort sie werden. Jesus ist gekommen, ist gestorben, verdienen meine Sinnenschuld, er wird treu kommen. So, er ist abgestorben, er ist treu in den Himmel gefahren. So, dann nimmt diese Tite ein, diese Tite kommt ein, mit dort gerecht, mit dem Sinn, was gehandelt ab Golgatha. So, mit dem Sinn, das gehandelt wurde. Liebe Töchter, meine Frau ist, hast du diesen Jesus wirklich angenommen? Hast du diesen Jesus wirklich deine Sünde verteilt? Und gefragt, ob er will, deine Sündenschuld vergeben. Und dann nicht mal bloß dort, gefragt, ob er auch will in dein Leben hinkommen. In dein Radar, dein Herr und dein Lehrer sein. Wenn du dort noch nicht hast, dann hast du noch nicht dort angenommen, was Jesus für dich deut. Und dann hast du noch nicht dort geglaubt, was der Führer Gott dort kostet deut, die in mir raten. Liebe Zuhörer, ich möchte die Mutter sprechen. Das hat Jesus alle für uns getan. Und wir haben ganz durch im Alten Testament gesehen, wo er von ungefähr 4000 Jahren geht. All das, was hier zu bringen. Nun sind wir 2000 Jahre. Und wir sind noch an unserem Kalender, all noch dort. Gott, wir dienen mir so live, dort heu wie Wellens, sind einzigen Sehen, Leute um die Riedstuhl. So hast du den neuen Namen. Nächstes Mal werden wir wieder checken, was passiert dort nach der Auferstehung und wird dort wieder gehen mit der Apostel. Wenn ihr irgends Fragen haben über das Programm, dann könnt ihr uns auf unseren E-Mail schreiben rdeuneufeld09@gmail.com oder auf ein WhatsApp-Nummer 591-770-60101. Ich wünsche euch alle eine gute Weg. Gottes Recken Segen mit euch.